Okay. Warum steht... Déjà-vu. Schon klar. Gehen wir. Déjà-vu. Hey, 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 und was ist mit uns? Ihr könntet da unten einen Historiker brauchen. Das stimmt. Der Tunnel sollte unter das Kapitol führen. Wir suchen einen anderen Eingang. Aha. Vorsichtig, Desmond. Ich fahre. Ha, ja, netter Versuch. Ich kenne dein Auto. Okay. Wozu brauchen die einen Van jetzt? Achso, okay, okay, okay. Für die Ausrüstung, alles klar. Oh Gott, jetzt kommt so eine scheiß Kletterpartie. Ist ja geil. Wird ja mal geiler. Ja, hoffentlich macht's Spaß. Lucy, ich bin gleich beim Eingang. Das ist der Stromkasten. Okay, gut. Wenn du da unten Gladiatoren siehst, nimm die Beine in die Hand. Badum. Tsch. Ich werd's mir merken. Aber die Stromkästen sind nicht wichtig. Irgendwie mag ich Ezio ja. Desmond. Ich stehe irgendwie auf ihn. Das Ding ist hier, das komische zum... Ja, alles klar. Genau, das ist es. Alle hopp und hopp. Oh ja, da machst du mir richtig Mut, Lars. Ach ja, genau, Lars hat gerade gesagt, gleich kommt eine richtige Scheißstelle, bei der er nicht weiterkam. Wow, ich werde wirklich den Apfel anfassen. Es war ein langer Weg. Die Kamera ist gerade cool. Ich frage mich, ob er etwas ändert, ob er die Lage zu unseren Gunsten verbessern kann. Hm? Das wird er sicher. Das muss er. Genau, das Kolosseum ist in Wald auch so aufgebaut, dass man nie weiß, was ist das? Sind das einfach nur Templer oder ist das Ezio? Na, ist ja auch egal. Das sind nur Geister. Wahnvorstellungen. Oho, Strom. Da unten komme ich nicht durch, ne? Adlerauge bringt irgendwie fast nie was. Ach, warte mal, vielleicht. Ach, darauf bist du nicht gekommen? Ist halt. Komm vorne. Ich bin auch nicht auf diesen komischen scheiß Turm da geklettert, der in Brand steckte. Eine Karte der Tempel, hoffe ich. Der Apfel wird sie uns einfach geben, oder wie? Ja? Ach, nein, nein! Ja, sehr schön. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Fuck, wo bin ich jetzt runtergefallen? Hier, ja, genau, okay. Das war jetzt dumm, ich bin runtergefallen. Na egal. War, glaube ich, jetzt nicht so weit. Alle hopp und hopp und hopp und hopp. Hochziehen. Nee, da muss ich nicht hin. Anstatt den... Nein, ich gehe nicht über Holzplanken, ich springe lieber. Einfach, weil ich die Macht dazu habe. So, jetzt muss ich aber, glaube ich, hier lang und entweder muss ich da rauf oder darüber. Ich glaube, da hier rauf. Muss ich jetzt nach... Nee, ich glaube, nach links. Warum sagst du nichts mehr? Wieso komme ich hier nicht runter? Das sieht für mich auch relativ richtig aus. Soll ich hier runter? Was? Nicht runter? Das heißt, ich bin hier völlig falsch. Ich kann hier durch... Ahaha. Ich kann durch die kleine Lücke. Okay. Das macht sogar Sinn, so ein bisschen. Hier muss ich aber runter. Was für eine Anlage. Das ist das reinste Labyrinth. Im Hypogeum waren die Käfige der Gladiatoren und Apparate, die sie nach oben brachten. Die ganze Anlage, in der du gerade bist, befand sich unterhalb der Arena. Cool. Gut zu wissen. Kommen eigentlich gleich noch hier die Templer und so ein Kack und wollen mich irgendwie aufhalten? Echt nicht? Lange nicht mehr durchgespielt. Ja, Lars spielt so alle 2 Wochen das Spiel durch, weil das kann. Was hast du jetzt? Wieso komme ich? Was zur Hölle? Ich komme da nicht ran. Wieso nicht? Weil ich in die falsche Richtung gedrückt habe. Okay, meine Schuld. Ich bin doof. Befürworte das nicht, Lars. Er sagt gerade leise ja und nickt. Irgendwie ist das komisch. Heute ist der 6. Oktober. Und? Tage noch bis zum Start des Templer-Satelliten. Ich glaube, ich kenne die Antwort. 72.
Warum ist heute so wichtig? Wir holen doch nur den Apfel und gehen wieder. Das erinnert mich ein bisschen an Dings. Der Türcode. Jemand will ganz sicher gehen, dass wir es kapieren. Ja, ich esse auch. Ja, wie hieß es? Per Anhalter durch die Galaxis. Was ist der Sinn des Lebens? 42. Daran erinnert mich gerade dieser 72 die ganze Zeit. Hier muss ich hoch, ne? Ja, hahaha. Mensch, der Junge hat echt viel gelernt. Und hoppa. Du hättest auch gerne Animus. Soll ich dir einen zum Geburtstag schenken? Muss ich hier runter? Warum verkackt? Er verarscht mich. Er verarscht mich. Okay, hier kenne ich mich wieder aus. Ha, hier kennt er sich wieder aus. Mach das links an! Rot. Rot. Gold. Ja. Okay. Alles klar. Also da war Gold. Hier ist bestimmt irgendwo anders Gold, oder? Da. Cool. Okay, und jetzt? Ja, drück! Er ist schon ziemlich stark. Vielleicht ein bisschen zu stark. Er hätte es vielleicht offen lassen sollen. Ich hätte auch gern so einen Leuchtstab in meiner Hose. Die komische Adlerfrau kommt doch wieder! Wir widmen diesen Ort dem Nachruf auf unser Ende. Die sieht aber anders aus. Möge ihn der finden, der seiner würdig ist. Möge er ihn führen. Möge er seinen Weg vorzeichnen. Möge er die Welt retten, die wir hinterließen. Greg! Wer sind Sie? Was ist los, Desmond? Nichts. Ich muss die Tür irgendwie öffnen, richtig? Oder ich kletter einfach rüber. Da zum Beispiel. Ja, ich weiß, ich bin schlau, ich kapiere schnell. Oh Gott, mein Hals juckt gerade so ein klein bisschen. Ich soll mich erschrecken. Kommt gleich ein Tentakelmonster. Ich weiß, weil es bei Assassin's Creed 2 gab so ein Tentakel-Ding. Ich glaube in dem vierten Grab, ne? Warum soll ich mich nicht erschrecken lassen? Jetzt machst du mir Angst. Kann ich da in einem Sprung rüber? Oh, Adlerfrau. Am Anfang schrieben wir die Wahrheit auf Pergament. Auf Stein. Da sieht man, wie ich in der Frau drin stehe. Doch all dies war unbeständig. Erläutert durch Feuer. Erläutert durch Dürre. Erläutert durch Flut. Ich bin in ihr. Die ganze Welt ist mir unschuldig. Unschuldig. Kann ich mich eigentlich irgendwie ducken oder so? Ging das nicht irgendwie, dass ich mich ducken konnte? LT und A. Nein. Nein, ist egal. Adlerauge. Oh mein Gott. Aber welchen von beiden zuerst? Wäre es eigentlich egal. Halt die Backen, Lars. Du mit deinem Scheiß drück mich. Du guckst zu viel Game One. Du hast dein komisches Schwuggeleband verloren. Nee. Herz für Kinder. Mhm. Ein Herz für Kinder. Ich glaube, wir haben einen Eingang. Ich glaube auch. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass da noch was kommt. Meinst du, dass der dritte Teil wirklich nur in Dings spielt? Nur in, nur in der Gegenwart mit Desmond? Also der richtige dritte Teil? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Nee. Ich kann gar nicht sein. Ich hab gesagt, während der Bürgerkrieg war. Ach, hast du Bürger? Ach ja, du hast ja gesagt, einfach wegen mit den Bürgerkriegen. Aber Bürgerkriegen stelle ich mir auch irgendwie komisch vor. Weil da gab es ja eigentlich fast nur Schusswaffen. Und das passt einfach nicht zu Assassin's Creed. Das wurde auch Zeit. Wo sind wir hier? Santa Maria Aracoeli. Siehst du die Säulen entlang der Gänge? Sie stammen aus römischen Ruinen.
Nun, angeblich wurde diese Kirche auf einem alten Tempel der Juno erbaut. Schöne Decke. Du magst die Decke, Mann. Was für eine tolle Reisebegleitung du bist.